Hallo, mein Name ist Benjamin Mark. Vor einigen Wochen hatte ich die Möglichkeit, in Oldenburg die Ausstellung von Barry Causton zu Banksys Dismaland mit einer Rede zu begleiten. Und nun wird diese Ausstellung ins Internet wandern und damit auch meine Rede. Los geht's. Eine meiner ersten Wohnungen war auf St. Pauli, dem Fire- und Kotz-Disneyland Hamburgs, eine Ecke entfernt von dem Sex-für-Geld-Disneyland Herbertstraße und direkt gegenüber dem Kultbier-Disneyland Astra Brauerei. Meine Wohnung war ein ziemliches Loch, sechster Stock ohne Fahrstuhl mit einem Kakerlakenbefall, der dafür sorgte, dass ich mich nie allein fühlte, und einem Unterdruck in den Abflussrohren, der, immer wenn jemand unter mir spülte, das Wasser aus meiner Kloschüssel sog und den Gestank aller Toiletten in den unteren Stockwerken in mein Bad aufsteigen ließ. 2003 wurde der Astra-Komplex abgerissen, um eine Wohnanlage für Hipster und lässig gebliebene Typen mit Managergehältern zu errichten. Im Sommer davor wurden die Räume der Brauerei ein paar Mal für Veranstaltungen genutzt. Eines Tages rief ein Freund an und fragte, ob ich mit zu einer Street-Art-Ausstellung kommen wolle. Einer was? Ich hatte noch nie von dem Begriff gehört. Gut, ich kannte Graffiti, hatte das als Teenager selbst mehr schlecht als recht ausprobiert, aber Street-Art? Da stellte ich mir jemanden vor, der in der Fußgängerzone mit Kreide jeden Tag dieselbe Mona Lisa auf die Straße malt. Als wir dort waren, sah ich eine Menge Graffiti auf Leinwänden. Ich fragte mich, was das soll. Graffiti auf Leinwänden, das war für mich, als würde jemand seinen Wohnzimmerteppich mit feuchten Zigarettenkippen und festgetretenen Kaugummis verschönern. Graffiti gehörte an graue Häuserwände und S-Bahnen, an endlose Lärmschutzwände, auf Mülleimer, Parkbänke und unter Brücken. Ich kann mir vorstellen, dass hier einige Leute anderer Meinung sind, was das unerlaubte Bemalen öffentlichen Raumes angeht, und verspreche Ihnen, dass wir später noch einmal dazu kommen. Jedenfalls, einen Künstler auf der Ausstellung fand ich besonders bescheuert. Auf weiße Leinwände hatte er mit Schablonen schwarze Figuren gesprüht, kein Hintergrund, nur diese scherenschnittartigen Gestalten auf weißer Leinwand. Ich erinnere den Schatten eines Mädchens, dem ein herzförmiger Ballon davonfliegt, und einen Vermummten, der einen Strauß Blumen wirft. Lassen Sie uns schnell die Frage abhaken, wie reich wir heute wären, wenn wir damals für, ich glaube, es waren 250 Euro, so ein Bild gekauft hätten. 2018 wurde eines dieser Bilder, die in einer Auflage von jeweils 25 erschienen, für fast 500.000 Euro verkauft. Keine Pointe. Doch, in Wahrheit gibt es da etliche Pointen, aber das würde hier zu weit führen. Ich fand diese Bilder wenig kunstvoll, fast ein bisschen albern, ein bisschen gewollt und überdeutlich, ein T-Shirt-Motiv vielleicht. Ich hatte gar nichts kapiert, erst einen Tag später sollte ich ein bisschen mehr verstehen. Als ich am nächsten Morgen das Haus verließ, wartete an einer Wand im Eingang meines Kakerlakenpalastes der vermummte Blumenwerfer. Die Gestalt war von ihrer albernen, blütenweißen Leinwand zu meinem vollgepissten Hauseingang hinabgestiegen, um uns etwas zu sagen. Es war ein ebenso irritierender wie großartiger Moment. Ein bisschen fühlte es sich an, als würde ich im 19. Jahrhundert leben und Van Gogh hätte nach einer seiner vielen erfolglosen Ausstellungen, die er zu Lebzeiten selbst organisiert hat, eines seiner Sonnenblumengemälde in meinen Hauseingang gestellt. Viel wichtiger war aber die Vorstellung, dass der Künstler nachts mit seinen Schablonen und Farbdosen durch die Straßen geschlichen ist und seine Botschaft verbreitet hat. Und nicht nur an dieser Wand. Als ich durch das Viertel ging, entdeckte ich etliche Blumenwerfer und Mädchen mit Ballon. Die Motive hatten sich über Nacht vervielfacht, waren aus der etwas albernen Ausstellung zu den Menschen gekommen und hatten ihre Intensität damit dramatisch verstärkt. Gerade der Blumenwerfer gefiel mir nun immer besser. Es war wie bei einem Popsong, den man erst ganz okay findet und mit jedem beiläufigen Hören im Radio lieber und lieber mag. Der Blumenwerfer wurde mein Popsong, er ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Was bedeutet es, wenn ein wütender Vermummter mit einem Strauß wirft? Zum einen ist es eine Botschaft des Friedens, dargebracht mit der Energie der Wut. Seine Haltung verrät den Zorn des Werfers, doch seine Botschaft ist kein Ziegelstein, kein Molotow-Cocktail, sondern Blumen. Etwas, das den Ort, auf den es trifft, verschönert und zum Guten verändert. Der Blumenwerfer als Aktivist gegen das Grau unserer Städte und zugleich Botschafter, der zum Mitmachen bei einer Revolte aufruft.
Ein Blumenstrauß ist keine Samenbombe, die von selbst wächst und gedeiht. Er muss aufgehoben und in Wasser gestellt werden, damit seine Schönheit wenigstens einige Tage hält. Und selbst dann kann er nur ein Anfang sein. Für den nächsten Blumenstrauß muss man sich selbst entscheiden, muss ihn selbst besorgen, ihn selbst aufstellen oder werfen. Ja, auch dazu will der Strauß inspirieren. Nicht grundlos ruft der Wurf mit den Blumen auch das Bild der Braut auf, die ihren Strauß bei der Hochzeit in die Menge fliegen lässt. Und wer die Botschaft fängt, wird auch zur Braut, zum nächsten Gesandten dieser Idee und schleudert den nächsten Blumenstrauß. Das nächste Street-Art-Kunstwerk gegen die herrschenden Verhältnisse. Ich habe versprochen, dass ich auf den Strafbestand Sachbeschädigung durch Graffiti zu sprechen komme. Ich möchte gar nicht abstreiten, dass Graffiti schön oder hässlich sein kann, gut gemacht oder ganz grauenhaft, voll Witz oder vollkommen bescheuert. Doch werfen wir das trotzdem alles noch einmal in einen Topf und überlegen, was uns Graffiti sagen. Oder die Fantasienamen, die den Kürzeln ähneln, die wir unter Verträge oder auf Rechnungen kritzeln. Diese Bilder und sogenannten Tags sagen immer dasselbe über ihre Autoren. Ich war hier, es gibt mich. Eine Botschaft an alle, die auch da sind, die das sehen und lesen können. Der Künstler ist hier, es gibt ihn. Wir, die Betrachter, sind hier, es gibt uns. Sprechen wir von der Verunstaltung öffentlichen Raums, sollten wir doch nicht nur über die Farbspuren nachdenken, sondern auch über ihre Leinwand, die Städte. Nehmen wir diese Orte mal für einen Moment nicht als selbstverständlich hin, was haben wir dann? Straßen, Häuser, in denen sich immer wieder die gleichen Wohneinheiten wiederholen, Bürohäuser, Parkplätze, so viel grauer und beiger, blasser, kalter Beton, so viel versiegelte Natur. Machen wir uns nun noch die grafische Qualität dieser Welt bewusst, sehen wir ein Gitternetz aus horizontalen und vertikalen, einen optischen Käfig, der im Alltag vieler Bewohner tatsächlich ein Rattenlabyrinth ist, aus schlafwandlerisch verinnerlichten Wegen zwischen Wohnungen, Büros und Fitnessstudios, mit Irrwegen und Sackgassen aus Geldsorgen, fehlenden Möglichkeiten und beengenden Lebensräumen. Ist da wirklich Graffiti der Skandal? Diese entfesselten Linien, die Jugendliche ihren urbanen Käfigen entgegensetzen? Diese kleine Revolution gegen das Grau, jeder Schriftzug eine Frage. Gibt es mich noch? Und wenn ja, bin das noch ich? Oder bin ich schon Teil des Käfigs? Nun ja, werden jetzt einige sagen, ist halt verboten, das mit dem Wände vollschmieren, darf man halt nicht machen. Ja, das ist ein ungeheuer wichtiger Punkt. Schauen wir uns an, was im öffentlichen Raum erlaubt ist. Werbung. Mehr noch als Graffiti ist sie allgegenwärtig, auf Bussen und in Bahnen, auf riesigen Plakatflächen und flackernden Bildschirmen. Laut Statista werden in Deutschland jährlich mehr als 1,1 Milliarden Euro in Außenwerbung investiert. Ein Deutscher, der in einer der Metropolen lebt, hat im Schnitt 6.000 Werbekontakte pro Tag. Was sagt uns Werbung? Dir fehlt was? Du bist unvollständig? Du musst dich vervollkommnen. Mit Produkten und ihren Versprechungen. Werbung packt dich bei seinen diffusen Sehnsüchten und Unzufriedenheiten und macht dein Glück, dein Ausgeglichensein in einer ständig wankenden Welt, deinen Wert abhängig davon, was du kaufst, was du dir leisten kannst. Sie reduziert dein Menschsein auf deine Kaufkraft und das Erreichen dieses großen, unheimlichen Konstruktes Glück auf die Frequenz deiner Amazon-Bestellungen. Wohlgemerkt, Werbung kennt kein Glück, keine Liebe, keine Zuneigung, keine menschliche Wärme oder gegenseitiges Verstehen, sondern nur Sachen. Und geschickte Texter und Grafiker arbeiten dann so lange an der richtigen Kampagne, bis wir diese ganzen nutzlosen Sachen mit den Dingen, die ein Leben eigentlich ausmachen, verwechseln. Bis wir lieber arbeiten, um zu konsumieren, als leben, um Menschen zu werden. Ist ja auch viel leichter und ungefährlicher. Unzufrieden mit unserem Produkt? Sie haben 30 Tage Rückgabegarantie ohne Angabe von Gründen. Welcher Mensch bietet einen so geilen Service? Werbung also, wenn man genau nachdenkt, ist eine ungeheure Zumutung, oder? Aber eine, die wir nicht hinterfragen, weil sie erlaubt ist, weil das doch irgendwie schon immer so war. Hier kommen Banksy und andere Künstler seines Fachs, der Street Art, ins Spiel. In der dummdreisten Verführungsideologie von Werbebotschaften liegt der Nukleus seiner Kunst und der Schlüssel dazu, dass Banksy einer der bedeutendsten Künstler unserer Zeit ist.
die scheinbare Einfachheit seiner Botschaft, die Vervielfältigung vieler seiner Werke ins Je mehr, desto besser, der Pop-Appeal, der Funke, der in einem einzigen Augenblick überspringt, all das hat Banksy den Kunstgriffen der Werbung abgerungen und setzt sie für die eigenen Zwecke ein. Für seinen Kampf um Aufmerksamkeit im öffentlichen Raum. Banksy ist ein Kämpfer für bessere Botschaften. Vielleicht haben Sie sich schon gefragt, wann der Typ nun endlich zur Sache kommt, zum Dismaland, wegen dem wir alle hier draußen in der Kälte herumstehen bzw. vor unseren Computern sitzen. Also, ich komme jetzt dazu. Als Banksy zu seinem Dismaland interviewt wurde, sagte er, Themenparks brauchen bessere Themen. Ein Satz wie eine seiner Ikonen, ein Slogan, der den kürzesten Weg vom Ohr zum Gefühl nimmt. Man hört sich quasi schön oder cool oder auf jeden Fall sagen, bevor man versteht, wie recht er hat. Und dann, auch das ist eine Qualität von Banksys Werken, beginnt dieser Satz nachzuhallen, sich vom Bauch in den Kopf fortzusetzen, sich dort zu entfalten. Bei manchen wird am Ende ein Stimmt stehen, bei einigen wird dieses Stimmt zu einem Blumenstrauß von Gedanken und Ideen. Was also war Dismaland? Ein Anti-Vergnügungspark in einem heruntergekommenen britischen Kurort namens Weston-Super-Mare. Super-Mare wie in Super-Nightmare. Einen Monat stand er dort und verschwand ebenso unvermittelt und bar jeder Wertschöpfungslogik, wie er gekommen war. Für 3 Euro Eintritt konnten Besucher sich in diesem Monat von miesgelaunten Mitarbeitern mit Mäuseohren vollmaulen und anpöbeln lassen. 3 Euro, wie die 3 Teile, die Kunst braucht, um sich zu entfalten. Künstler, Werk und Betrachter. In Banksys Fall ebenso Sender, Botschaft, Empfänger. In der Mitte des Werks stand ein halb verfallenes Schloss, das stark an Disneyland erinnerte, den vielleicht Disneyland-haftesten Vergnügungspark der Welt. Es wurde von Ex-Sträflingen gebackene Pizza verkauft, es gab eine völlig zerschossene Schießbude, Gewinnen streng verboten, stand auf einem Schild. Eine weitere Anti-Attraktion war eine Art Dosenwerfen für Depressive oder hoffnungslose Optimisten. Kipp den Amboss, gewinne den Amboss, versprach eine Tafel. Ich gab der melancholischen Maus vor dem Bütchen ein Geldstück und durfte mein Glück versuchen mit 3 Tischtennisbällen. Hinten auf ihrer Weste stand in großen Buchstaben Dismal, zu Deutsch trostlos, trübselig, kläglich. Auf der Mauer hinter mir zierte ein riesiges Graffito die Wand. Mediocre stand dort in mannshohen Lettern, mittelmäßig. Auch Jenny Holzer, eine gefeierte Künstlerin und quasi eine Mutter der Street Art, hatte einen Beitrag zu Dismaland geleistet. Mit ihren Straßenplakaten und Leuchttafeln mit Aphorismen irritiert und inspiriert die Amerikanerin schon seit den späten 70er Jahren Passanten im öffentlichen Raum. In Dismaland schallen ihre Slogans wie Beschütze mich vor dem, was ich will, von einem 8-jährigen Mädchen verlesen über den Platz. Alle in Dismaland gezeigten Werke haben 2 Gemeinsamkeiten. Sie funktionieren auch, ja, vielleicht sogar noch besser im öffentlichen Raum und sie nehmen die Verführungsmechanismen der Werbung und führen sie vor. Aber warum pfercht Banksy dann all diese Werke in einem Park ein? Was soll dieses Dismaland sein? Ein extra schräger Vergnügungspark für jedermann? Ein cool-zynisches Kunstevent? Ein zu gewaltiger Größe aufgeblasener Witz? Einen Hinweis darauf geben uns die Fotos des Künstlers Barry Causton. Mit seinen Bildern verdeutlicht er das Vexierspiel des Werks. Sie entstanden sowohl in dem Nichtvergnügungspark als auch in den Straßen und an den Stränden von Weston-Super-Mare. Und es ist nicht immer sofort erkenntlich, auf welcher Seite des Zaunes ein Bild entstand. Verfallene Neonreklamen, einsame Menschen, Obdachlose vor Werbeplakaten mit lachenden Babys. So fängt Causton den Blick ein, den Banksy mit Dismaland in uns schärfen will. Unsere Gesellschaft, ihre Ungerechtigkeit, ihre Kälte, ihre Sucht danach, alles und jeden an einen Nutzen zu fesseln, schafft außerhalb des Parks mindestens ebenso erschreckende Bilder wie die Künstler in Dismaland. Und in der Geballtheit der eingesperrten Street Art schärft Banksy unseren Blick auf die Absurdität unserer Umwelt. Er zeigt uns, dass unsere Gesellschaft einen schier endlosen Fundus an Bildern produziert, mit der sie sich selbst kritisiert. Dismaland-Besucher hatten die Chance, in ihrem Kopf eine Umstülpung stattfinden zu lassen. Haben Sie Rambo 4 gesehen? Da sagt Sylvester Stallone, du kannst den Mann aus dem Krieg holen, aber den Krieg nicht aus dem Mann.
Verlassen wir Dismaland, verlässt es uns noch lange nicht, sondern kehrt sich mit uns nach außen. Die ganze Welt ist voll mit Dismaland-Orten, Dismaland-Motiven, Dismaland-Albträumen. Die Werbebotschaften, die ungefiltert in uns hineinstrahlen, die grauen Plätze und anonymen Orte, die wir unsere Umwelt nennen sollen, die einsamen und vergessenen Menschen, die Korsette aus Arbeit und Konsum, die wir unser Leben nennen sollen. Mit dieser Ausstellung gibt auch Oldenburg den Menschen die Chance, ihren Blick für das Dismaland um sich zu schärfen. Barry Corsons Bilder fügen sich in ihre Umwelt wie Puzzleteile und zeigen uns, dass unser Blick auf uns und die Gesellschaft ein Puzzle ist, mit dem wir noch lange nicht fertig sind. Sie zeigen uns, dass unsere Gesellschaft viel zu oft ein Ort ist, bei dem man sich wünscht, dass jemand kommt und das alles mit einem Blumenstrauß bewirft. Herzlichen Dank fürs Zuhören und einen schönen Tag.